Prager Rathausuhr, bei den Touristen auch sehr bekannt als der Orloi, wurde 1410 erbaut und vom Astronomie- und Mathematikprofessor Jan Schindel entworfen. Die Uhr ist eine astronomische Uhr. Sie zeigt neben der Uhrzeit auch das Datum, das aktuelle Sternzeichen und den Stand der Sonne und des Mondes an. Jeden Tag zwischen 9 Uhr morgens und 9 Uhr abends erscheinen stündlich während dem Glockenspiel in zwei Fenstern die 12 Apostel. Die Karlsbrücke ist eine aus der Gotik stammende Steinbrücke. Sie führt über die durch Prag fließende Moldau. Der Bau wurde am 9. Juli 1357 um 5.31 Uhr begonnen. Astronomen haben dieses Datum als den besten Zeitpunkt für eine Grundsteinlegung ausgerechnet, was die Brücke vor Fluten und Katastrophen schützen sollte. Dies hat sich auch bis heute bewahrheitet. Die letzten zwei großen Fluten von 2002 und 2013 hat sie unbeschadet überstanden. Zwei Türme befinden sich an den beiden Enden der Brücke. Und zwischen ihnen sind auf den Brückenpfeilern insgesamt 30 menschengroße Figuren aufgestellt. Die Karlsbrücke ist eine sehr markante Sehenswürdigkeit und immer gut besucht. Die Brücke liegt in bester Sicht zur Prager Burg, doch zu ihr nachher mehr. Auch die Flussrundfahrten mit dem Schiff führen unweigerlich unter der Karlsbrücke hindurch. Thank you.
Josefow, so heißt das jüdische Viertel in Prag. Heute gibt es hier noch 6 Synagogen und einen alten jüdischen Friedhof, was alles im Besitz des jüdischen Museums ist, weshalb das Film und Fotografieren in vielen Gebäuden verboten ist. In der Pinker-Synagoge sind die Wände komplett mit Namen zugeschrieben und stellt somit ein Denkmal an die fast 80.000 aus Böhmen deportierten Juden und den Schrecken des Nationalsozialismus. Auf dem jüdischen Friedhof in Prag fanden vom 15. bis zum 18. Jahrhundert Bestattungen statt. In dieser Zeit wurden schätzungsweise 100.000 Menschen dort begraben. Da der Friedhof nur 1 Hektar groß ist, liegen die Leichen in bis zu 12 Schichten, was man auch sehr gut daran erkennt, dass der Boden deutlich höher als außerhalb der Friedhofsmauern ist und sich 12.000 Grabsteine aneinander drängen. Die Prager Burg ist die größte erhaltene Burganlage in Europa. Der alte Königspalast, dessen Innenhof gerade zu sehen ist, war früher der Sitz der böhmischen Könige. Heute ist er Sitz des tschechischen Präsidenten und größtenteils im Stil der Gotik und Renaissance gehalten. Auch Touristen ist er zugänglich. Der Veitsturm wurde von 1344 bis 1929 gebaut und erreicht damit fast die Bauzeit des Kölner Doms. Er liegt komplett in der Burganlage und ist im gotischen Stil gebaut.
Nacht kann man die Ausmaße der Burganlage besonders gut erkennen, da nur sie angeleuchtet wird. Die Kalofni Laschne ist die größte Disco in Mitteleuropa. Sie steht nur 40 Meter Fußweg von der Karlsbrücke entfernt und besteht aus 5 Floors, wobei jeder Floor eine andere Musikrichtung spielt. We'll be right back.